Gleich ist wieder 17 Uhr, da sind wir mit TAF am Start. Und da haben wir diese Themen für Sie, die Briten. Ohoho, da sind wir schon gespannt, ne? Ja, bis gleich bei TAF. Da haben wir Glück gehabt, ne? Immer weiter. So. Partytempel, Ballermann, Sternchen. Viele stehen gerade vor dem Aus, weil wirklich sehr harte Maßnahmen auf der Partyinsel getroffen wurden. Und deshalb sattelt jetzt zum Beispiel Bierkönig-Sängerin Biggie Bardot einfach mal um. Ja, als Birgit Günther will sie nämlich mit ihrem ehemaligen Manager jetzt einen Friseursalon eröffnen. Ob das mitten in der Krise so eine gute Idee ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Uiuiui, das ist aber ganz schön spannend. Ist was los auf Maledo. So, wir machen ganz anders weiter. Für uns geht es nämlich ab in die USA. Gestern ist was passiert, worauf Millionen Amerikaner wirklich wochenlang gewartet haben. Ellen DeGeneres hat sich nämlich vor laufenden Kameras zu den Vorwürfen geäußert, die gegen sie im Raum stehen. Ja. Hinter den Kulissen ihrer TV-Show sollen Menschen diskriminiert und sexuell belästigt worden sein. Ihre Reaktion? Entschuldigen und Schwamm drüber. Mal sehen, wie die Reaktionen darauf wiederum sind. Ja, alles Gute an dieser Stelle an unseren Promi-Experten Benji. Das muss auch mal sein. So, rätselhafte Tattoos, Songtitel und irgendwelche Zahlen. Unsere Stars verstecken ja gerne immer irgendwelche Botschaften an ihre Fans. Ja, was Rihannas Make-up-Linie Fenty nämlich mit Beyoncé zu tun hat und was uns Justin Bieber mit seinem Song Yummy eigentlich sagen will, das... Ja, hast du eigentlich auch irgendwelche Tattoos? Nicht offensichtlich. Tja, haben wir wieder was gelernt. So, wir machen ganz anders weiter. Kinder können sich sehr wohl mit Covid-19 infizieren. Das musste jetzt auch eine Promi-Dame am eigenen Leib erfahren, sozusagen. Ihre Enkelin hat sich nämlich angesteckt. Mehr dazu gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Ja, und so geht's gleich bei uns weiter. Diese Themen haben wir nämlich gleich für Sie. Ja, anlässlich der Green 7 Week hier auf Pro7 möchten wir zusammen mit Freedom 5000 Bäume pflanzen. Das ist eine ganz tolle Sache und Sie können ein Teil davon werden. Wir verlosen nämlich jeden Tag 700 Baumpatenschaften. Und bei Freedom können Sie dann der Story des Baums folgen, welche sozialen Projekte damit unterstützt werden. Wirklich eine tolle Sache. Obendrauf packen wir noch 10.000 Euro, entweder für Sie selbst oder für einen guten Zweck. Das ist Ihnen überlassen. Alles, was Sie machen müssen, ist eine SMS schreiben an 3x4, 3x1 mit Kennwort Baum. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Lassen Sie uns zusammen den Planeten ein bisschen grüner machen. So, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei TAF mit was wahnsinnig Süßem. Schauen Sie mal, Seehundbabys. Dieser runde kleine Kopf und diese riesigen coolen Augen. Ich kenne wirklich niemanden, der Seehundbabys nicht süß findet. Nee, und jetzt pass mal auf. Toni Turm, der hat tatsächlich beruflich mit denen zu tun. Der ist nämlich einer der wenigen Seehundjäger Deutschlands. Keine Angst, nicht so, wie Sie jetzt vielleicht meinen. Aber auch bei seinem Einsatz geht es um Leben und Tod. Ja. Schön. Oh. Kannst du weitermachen? Geht's? Hätte ich mir jetzt die ganze Zeit angucken können. Ja, schön. Kannst du ja später noch mal angucken. So, weiter geht's nämlich jetzt mit was ganz Spannendem, nämlich mit der Mikrowelle. Kennen wir ja alle, um Essen warm zu machen, wenn man nicht kochen will oder nicht kochen kann. Jetzt halten Sie sich aber fest, angeblich lässt sich jetzt mit Mikrowellen auch Zellulite bekämpfen. Das haben wir natürlich getestet. Aber es kommt auf jeden Baum an. Das ist richtig. Toller Übergang. Ja, danke. Der Green 7 Week wollen wir zusammen mit Freedom 5000 Bäume pflanzen. Und Sie können Teil davon werden. Wir verlosen nämlich jeden Tag 700 Baumpatenschaften. Und das Tolle an Freedom ist, da kann man dann auch noch die Story des Baums so verfolgen und gucken, welche sozialen Projekte damit unterstützt werden. Ist das nicht schön? Das ist eine richtig coole Sache. Obendrauf packen wir noch 10.000 Euro. Auch entweder schön. Für Sie selbst oder für einen guten Zweck, wie auch immer Sie möchten. Alles, was Sie machen müssen, ist eine SMS schicken an 3x4, 3x1 mit dem Kennwort Baum. Und das war's. Wir drücken ganz fest die Daumen und freuen uns, wenn Sie mitmachen. Ja, bis gleich. Werbung. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Letzte Woche haben es Joko und Klaas ja mal wieder geschafft, Fernsehgeschichte zu schreiben. Denn sie haben ihre gewonnene Sendezeit dafür genutzt, um auf die Missstände im Flüchtlingslager Moria aufmerksam zu machen. Ja, der Film wurde alleine bei Instagram mehr als 11 Millionen Mal bis jetzt angeklickt und geguckt. Und jetzt wollen sie wieder um 15 Minuten kämpfen. Aber diesmal muss man sagen, wirklich eine schier unlösbare Aufgabe. Sie haben nämlich einen Gegner mit übermenschlichen Kräften. Sehr schön, das wird lustig, glaube ich. Die Pfeifen werden platt gemacht. So. Sag mal, der Bachelor ist der auch. Was macht der bei ProSieben? Das weiß ich nicht. Wir müssen jetzt aufhören. Es ist nämlich schon wieder Feierabend. Tschüss. Bis morgen um 17 Uhr. Tschüss.